Hallihallo, meine Lieben, und ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von heute. Ich bin froh, dass ihr wieder mit eingeschaltet habt und dass ihr auf unseren Kanal hergefunden habt. So, in der letzten Folge haben wir Miss Olga das Licht überall angemacht, blabiblub, und jetzt müssen wir im Schalter-Room keine Ahnung was tun. Genau das. Ich habe gehört, wie er, oh Gott. Schlüsselbeutel ist, warte mal, müssen wir mal gucken, wo der Schlüssel liegt. Mann! Das ist im Dach des Neubers. Cool. Los, dann speeden wir jetzt nach oben. Das kennen wir nicht. Und so, wir speichern dort oben auch noch einmal. Toll. Gut, dann kaufe ich mir hier eben mal ganz schnell was, weil ich hatte Hot and Cold Food. Bojamilk. 5 haben wir noch. Oh, 8. Warum ruht ja einer mal die Nerven? Ja, macht so Leben. 3 und 5 mal Soja. Das wird wohl lang her. Wir können uns da mal eine Sojamilch nehmen. Bist du jetzt da? Klick. Sehr schön. Klick. Und jetzt gehen wir. Müssen aber oben, ne? Genau so. Und dann kam aber die SMS mit den Bildern. Mit dem, dass wir übers Wasser irgendwie kommen müssen, aber. So. Jetzt bin ich mal gespannt. Wer weiß, was wir jetzt finden müssen. Ich weiß nicht, was das... Was macht der denn hier echt jetzt? Oh, da regt mich schon wieder auf. Shit. Mach einfach den hier. Und klick. Hoffen wir einfach mal, dass er irgendwann mal dort geht. Okay, das ist jetzt wieder ein bisschen so ein Moment, wo man warten muss, weil Pennerich wieder an ihr aufs Knick kommt. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht, was er da reingetan hat hier. Ich habe es bloß gerade gesehen, weil ich der Meinung war, das stand vorher noch nicht. Und ja. Müssen wir warten. Warten auf Pennerich. Lass es einfach sein, ne? Lass es doch einfach sein. Du bist nicht so cool wie wir, ne, Boy? Sam, den locker abgehängten Boy. Ach, fuck, wir sind doch falsch. Ich bin so dumm. Wir hätten so dumm. Wir hätten hier reingemusst und dann... Oh. Na gut. Dann kann man es jetzt riskieren. Genau, geh mal dort rein, du Idiot. Ja, komm, lass mich mal durch, bitte. Dankeschön. Du kannst mit deiner Lampe wedeln, bis du schwarz bist, junger Mann. Wir müssen aber nach unten. So, ja, da kannst du pfeifen, wie du möchtest. Wir sind hier schließlich beim Sport. Genau, ich bin auch total am Sprinten, junger Mann.
Genau, so, den hier und den hier. Wir haben gelernt, wie ich schon mehrmals erwähnte, bei DBD nie gerade laufen, ne? Immer so schön hin und her, damit der Killer einen wahrscheinlich... Wollen wir es wissen? Weil ich zu schnell laufe. Genau, weil ich zu schnell gelaufen bin oder lange zu schnell gelaufen bin. Okay, easy. Easy going. Easy going. Was muss ich machen? Lol, Hannah, aber muss ich jetzt näher? Aber warum? Ich weiß gerade nicht, was ich tun muss. Die abschieben, oder? Irgendwas kombinieren? Ja, und... wegen? Muss ich das vielleicht da? Nee. Offen. Hier vielleicht da? Ja, dann gaut es da wieder rum, dass er raus muss. Aber die greift mich ja aber nie an. Die ist jetzt da, muss ich da jetzt rüber? Was nee. Brauchst ein Hilfsmittel, dass sie den Weg über das Wasser weiß. Sieh dir die Uhr und die Bilder genau an, dann wirst du es finden. Welche Bilder?
So geht das. Lol, ich hab schon wieder. Okay, keine Paar. Gottes Willen. So geht das, okay. Also schneid es auf jeden Fall raus, dass ich jetzt hier so lange herumgeirrt habe. Ich hab's aber lieber gucken. Auf jeden Fall cool gemacht. Gott, oh Gott. Ich hab schon gleich, müssen wir mal schnell Sojamilch gönnen. Na klar. Okay. Keine Panik auf der Titanic. Wir haben ja alles soweit im Griff. Jetzt kommt sie gleich wieder, jetzt hat sie uns wieder am Nacken. Cool, dass wir es auf jeden Fall rausgefunden haben. Oh, du kannst mir gar nicht. Lol, okay. Hier dreht sich. Okay. Ja denn? Leuchtet hier noch was? Nö. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt bin ich gespannt. Ich habe sie aufgeschlossen. Und jetzt müssen wir wieder das treffen. Lol! Was war auf der anderen Seite? Ja, jetzt sind wir ja wieder. Oh, lol. Na gut, okay, egal. Okay, wir müssen darüber. Okay. Gut. Aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Es freut mich sehr, dass ich es jetzt nach. Aber 20 Minuten und Fluchen und Gauzen auch dann hinbekommen habe. So. Lol, der ist so cool, der kann durch Wände leuchten. Ja. So. Genau.
Boy, wir sind so geil. Wir sind so geil und so geil und so geil. Wir sind so geil, wir sind so geil. You! What do you think you're doing there? Nobody ever escapes this school. Die! Du brauchst ein Hilfsmittel, das dir den Weg über das Wasser... Oh, jetzt kenne ich schon. Zum Überleben musst du den Alarm aktivieren. Versuche dich an den Schalter zu erinnern, den du ganz oben gesehen hast. Wieso ganz oben? Ganz oben? Der war doch hier, oder? Lol. Mann, ey, scheiße. Ich kann die verstehen tatsächlich, ne? Also... Der Hausmeister wollte sie nicht durchlassen. Damals, wo das Feuer wahrscheinlich losging. Also ich vermute mal, dass jetzt das Feuer war. Ich habe Angst, hinter mich zu gucken. Irgendwie ist sie nicht. Ich habe Angst. Mach doch. Nee, mach doch jetzt den Schalter ein. Nein, 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 du musst es unten rausnehmen. Nimm doch bitte jetzt das Ding raus. Oh, Schelle, das ist doch nicht so dumm, Mann. Warum bin ich jetzt tot? Ist das für ein Bullshit? Dafür kann ich doch nicht, dass der Boy das nicht reinkriegt. Lol, wieso bin ich jetzt gestorben? Das verstehe ich jetzt gerade nie. Ja, komm. Wir haben Sack. Hallo, Jeninus. Naja, komm. Das habe ich jetzt tatsächlich nie verstanden. Weil ich konnte nichts klicken. Es war ja, war jetzt mal so. Jetzt nochmal so schnell Sojamilch gönnen. So. Hey, ja, Boy, komm. Oh, dankeschön. Gehen wir mal hier aufs Schwein. Müssen wir mal gucken, wie wir es jetzt tun. Guck noch in die Spende rein. So. Okay.
Zum Überleben bist du ganz oben, ja, okay. Mal gucken, ob wir es jetzt hinbekommen. Keine Ahnung, wenn nicht, dann bin ich ratlos. Aber ich finde es halt echt ein bisschen frech, weil woher soll ich denn das wissen, dass ich dort den Alarm reintun soll? Ich weiß, wir haben mal irgendwas gelesen von einer Person, die bei Alarm und Feuer und sowas ausrastet. Jetzt macht es mich mal gespannt. Fuck, ich habe mich verklickt. Ja, ist okay, ist okay. Ich habe mich verklickt. Tut mir leid, I'm sorry. Ja, it's my fault. Ja, schön. Schön, vielleicht. Schön, schön, schön. So lange die Längen jetzt. Schön, schön. In the sky fall. Tut mir leid, liebe Freunde der Sonne. I'm so sorry. Aber dafür geht die Folge länger. Ihr könnt mich länger sehen und betrachten. Weiß ich natürlich nie, ob das oben jetzt gespeichert hat. Oh. Dampf ab. Einfach mal kurz sehen. Dann wird die Folge wahrscheinlich ein bisschen. Als normal. Echt jetzt? Hätten der geht jetzt dorthin. Du gehst mir aufs Schwein! Mann, ey! Idiot! Geh heim, du! Komm, Dampf ab, Mann! Geh nicht aufs Schwein, du Ferkel! Oh, schön. Hier wieder eine Sojamilch. Die letzte übrigens, du Idiot. Bitte nie. Lol. War er drinne? War er drinne? Pass mal auf, wenn ich jetzt das nicht gemacht hätte, wäre es nicht drin gewesen. Es ist so. Es ist einfach so. Es ist einfach so das Prinzip. Ne, dass es dann halt so ist. So, Idiot ist safe. Bandskasten gönnen. Und dann würde ich sagen, starten wir mal. Mal gucken, was wir jetzt mal. Jetzt müssen wir wieder hochrennen. Genau, ja, okay. Tschüss. Oh Gott, die zuckt mein Hals. Es juckt mein Hals. Haben die Kranke angeraten. Ja. Die Arme, die tut mir so leid. Die wollte ihre Tochter retten und die Hausmeister haben sie aber nicht gelassen. Das ist natürlich. Oh, die ist ganz schön schnell. Das ist natürlich ein Schicksal. Ne? Das ist halt echt richtig. Also, schlimmer geht's nicht.
always protect you. Hey, are you all right? Are you injured? I'm glad you're okay. Why the heck was she trying to kill you? Her dead daughter, you mean? We don't have time for this. I just heard Ji-hyun screaming in the lecture hall. I have a bad feeling. I think So-young is going to do something desperate. You get to the lecture hall, and I'll meet you there. Oha. Oha, bevor aber irgendwas jetzt hier nochmal passiert, ich speichere. Holy moly. Das ist echt bitter. Gott, die Arme, ey. Ist es nicht? Okay. Ich bin dumm. Oh, ich bin okay, also ich tue jetzt, wie ihr mitbekommt, die Folge künstlich in die Länge ziehen. Also die Folge wird höchstwahrscheinlich schon eine halbe Stunde gehen. Aber ich kann es nicht ändern, wenn ich das jetzt immer schneiden würde. Deswegen habt ihr halt mal Glück. Deswegen, ich würde schon mal sagen, ich verabschiede mich an dieser Stelle. Bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuschauen, fürs mit dabei sein. Und ich hoffe, wir sehen uns dann in einer neuen Folge wieder. In diesem Sinne, haut rein, macht's gut, tschüss.